Geschätzte Frau Präsidentin, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, ich möchte mal das aufgreifen, was die beiden Bundesministerinnen hier angesprochen haben. Wir haben hier eine sehr ernste Debatte und wir erleben eine Zeitenwende, die wir wahrscheinlich alle nicht so gerne erlebt hätten. Und es ist richtig, was der Bundeskanzler gesagt hat vor gut 8 Wochen hier von diesem Pult. Und Frau Baerbock hat eben angesprochen, wir müssten uns alle ein Stück weit bewegen. Aber wenn wir jetzt mal die Diskussion der letzten Wochen vor dem geistigen Auge passieren lassen und wenn wir jetzt die Diskussion um das Sondervermögen verfolgen, dann muss ich doch feststellen, dass meine Fraktion sich eigentlich am wenigsten bewegen muss. Wir liegen nämlich voll auf der Linie des Bundeskanzlers. Also, wenn wir das jetzt mal ganz ernst sehen, und das erkenne ich auch sehr an, dass sich hier viele bewegt haben, gerade Sie, Frau Baerbock, ich sage das sehr anerkennend, das ist alles in Ordnung, das ist auch richtig so. Aber wenn es um die Feststellung geht, dann müssen Sie vor allen Dingen dafür Sorge tragen, dass in Ihrer eigenen Fraktion, und der Bundeskanzler muss dafür Sorge tragen, dass in seiner Fraktion sich die Leute auf ihn zubewegen, auf seine Position, denn da werden seine Positionen, die er vor 8 Wochen hier ausgesprochen hat, eben gerade nicht geteilt. Ich werde Ihnen das gleich noch genau sagen. So, und Frau Lamprecht, das fand ich nun wirklich witzig. Frau Lamprecht hat hier gesagt, man müsse den Begriff Zeitenwende jetzt mit Substanz füllen und hat sich an unsere Fraktion gewandt. Das war jetzt aber wirklich ein Scherz, Frau Lamprecht. Das kann ja gar nicht ernst gemeint sein. Nee, das kann nicht ernst gemeint sein. Also wenn einer das, was der Bundeskanzler hier vor 8 Wochen klar und deutlich angekündigt hat, wenn einer das wirklich zu 100% erfüllen will, dann ist das diese Bundestagsfraktion von CDU und CSU. Aber wirklich zu 100%. Der Bundeskanzler hat hier von einem Sondervermögen Bundeswehr gesprochen. Nicht von einem Sondervermögen Sicherheit oder Bündnisfähigkeit oder irgendwas, sondern von einem Sondervermögen Bundeswehr. Und deswegen legen wir Wert darauf, auch schon was die Formulierung im Grundgesetz angeht, dass klargestellt ist, dass diese Mittel, die wir hierfür extra und außerordentlich freigeben, dass die dann am Ende auch bei unseren Streitkräften, bei unserer Bundeswehr landen. Und diese Stärkung der Bundeswehr ist auch der stärkste und beste Beitrag zur Stärkung unserer Bündnisfähigkeit. So. Und ich will Ihnen gerne glauben, Frau Baerbock, was Sie gesagt haben. Aber es gibt ja auch andere Aussagen von Leuten hier in diesem Parlament, die nicht ganz ungewichtig sind. Beispielsweise der SPD-Fraktionsvorsitzende Kollege Mützenich. Der hat hier vor einigen Wochen in der Generaldebatte fast das Gegenteil dessen erklärt, was der Kanzler gesagt hat. Es ginge nämlich darum, hat die Bereiche humanitäre Hilfe, wirtschaftliche Zusammenarbeit und Abrüstung genannt. Und die, sagte er wortwörtlich, wir wollen diese Bereiche genauso gestärkt sehen wie die Investitionen in die Bundeswehr. Angesichts dessen und angesichts auch der Ankündigung vom Kollegen Kindler, hier die zivile Krisenprävention und andere Dinge aus den Mitteln zu finanzieren, haben wir manifeste Zweifel, ob Sie wirklich die Mittel zur Stärkung der Bundeswehr verwenden wollen und ob Sie die wirklich zur Stärkung auch der Bündnisfähigkeit verwenden wollen. Das sage ich ganz deutlich und deswegen legen wir Wert auf klare Formulierungen schon im Grundgesetz. Das, was Sie heute hier in den Bundestag eingebracht haben, ist so für uns nicht zustimmungsfähig. Und ich sage Ihnen ein Letztes. Ja, ich sage ganz genau, so wie es heute formuliert ist, so wie es heute hier eingebracht ist, so wie es jetzt vorliegt, ist es nicht zustimmungsfähig. So, wir haben einen weiteren Punkt, nämlich die 2%, von denen der Bundeskanzler ausdrücklich gesprochen hat. Er hat ausdrücklich den Satz gesagt, von nun an Jahr für Jahr mehr als 2% des Bruttoinlandsprodukts in unsere Verteidigung zu investieren. Klare Aussage des Bundeskanzlers, da müssen wir uns keinen Millimeter auf ihn zubewegen, da sind wir voll auf der Linie des Bundeskanzlers, da unterstützen wir ihn zu 100%. Klare Aussage von Herrn Mützenich, ich zitiere jetzt auch, die SPD ist nach wie vor der Auffassung, dass zur Kriegsverhinderung mehr gehört als immer größere Rüstungsausgaben und schon gar nicht gehört dazu, nachfolgenden Generationen vorzuschreiben, wie hoch diese Ausgaben zu sein haben. Entschuldigung, wenn ich feststelle, das ist das exakte Gegenteil dessen, was der Bundeskanzler hier gesagt hat. So, und wir legen schon Wert darauf, wenn Sie es mit der Zeitenwende wirklich ernst meinen,
dass wir das dann hier auch gesetzgeberisch exekutieren. Wir stehen dafür zur Verfügung, aber wir stehen wirklich auch für Lösungen zur Verfügung, die das umsetzen, was der Bundeskanzler hier vor 8 Wochen gesagt hat, angekündigt hat. Dazu haben wir applaudiert aus Überzeugung, aber wir wollen das dann auch konsequent so umgesetzt wissen. Herzlichen Dank.